Ein idyllischer Ort, irgendwo in den Bergen Italiens. Hier sollen wir einen Dinosaurierpark errichten und in der letzten Folge haben wir dafür bereits den Eingangsbereich mit Parkplatz gebaut. In der heutigen Folge werden wir das erste Gehege bauen und somit die ersten Bewohner in unserem Park unterbringen. Ihr habt euch übrigens in zahlreichen Kommentaren unter der letzten Folge für dieses Statuen-Set entschieden. Das ist altes Bronze. Finde ich persönlich auch am schönsten. Und jetzt starten wir wieder direkt ins Bauen. Dafür bereite ich jetzt erstmal hier die Fläche vor, auf der wir den Eingangsplaza bauen werden. Also den Platz, auf den die Besucher kommen, wenn sie als erstes den Park betreten. Dafür schnappe ich mir erstmal diese abgerundeten Wände und die werden im Boden versenkt. Und aus diesen entsteht dann sozusagen ein Blumenbeet bzw. ein Pflanzenbeet. Davon habe ich 3 Stück gemacht. Und die habe ich dann auch versucht, so gerade wie möglich hier anzuordnen zum Eingangsbereich. Und dort drumherum kam dann einmal dieser helle Weg. Und dann habe ich auch wieder die dunkle Wegfläche eingezeichnet. Das habe ich jetzt hier gerade geskippt. Aber jetzt seht ihr schon ganz gut, da haben wir dann halt wieder so ein bisschen Farbunterschiede auch in den Wegen. Wenn man übrigens 2 oder mehr Wegfarben verwendet, muss man immer so ein bisschen ausprobieren, welche Farbe man zuerst platziert und wie man was platziert, weil teilweise glitschen die Wege dann auch ganz blöd ineinander und deswegen muss man sowas immer ganz gut planen, damit es dann am Ende auch vernünftig aussieht. Diese 3 weißen Streifen, die ich dort eingezeichnet habe, die haben auch eine Funktion, die werdet ihr gleich auch noch sehen. Was hier auf dem Eingangsplaza natürlich nicht fehlen darf, das sind Toiletten. Die kommen hier vorne nämlich hin. Als nächstes verbinde ich dann dieses Häuschen, was wir haben, um den Helikopterlandeplatz zu überwachen. Das braucht nämlich auch eine Wegverbindung. Den Weg führe ich hier direkt einfach an der Mauer entlang zu unserem Plaza. Und hier plane ich jetzt schon mal, wie dann der Weg hier abgehen wird. Nämlich mit so einer kleinen Kurve. Und dann geht es in diese Richtung weiter. Das Ganze wird jetzt auch vernünftig ausgefüllt mit der dunklen Wegfarbe. Und dann haben wir die Wege soweit schon mal fertig eingezeichnet. Als nächstes kommt jetzt hier das Terrain dran. Denn hier vorne war ja eigentlich ein Fluss. Der ist leider jetzt mittlerweile ausgetrocknet, weil der keine Verbindung mehr hat zum Ursprung. Einmal komplett dort herum. Das wird dann später einfach versteckt hinter Bäumen. Und da muss man einmal speichern und laden. Und wenn man das getan hat, füllt sich die ganze Fläche wieder mit Wasser. Und jetzt haben wir wieder unseren Fluss. Diese Tore hier habe ich jetzt 3-mal übereinander platziert. Denn diese werden sozusagen unser Tunnel für das Wasser, damit es dort auch noch durchfließen kann. Und das Ganze verkleide ich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr mit diesen Basketballfeldern. Jetzt passe ich hier das Ufer noch mal ein bisschen mehr an. Das sieht jetzt erstmal teilweise noch ein bisschen komisch aus. Da unten zum Beispiel diese Kante, die sieht ein bisschen komisch aus. Aber das verschwindet wieder, wenn man speichert und lädt, weil sich das dann wieder vernünftig auffüllt. Und tada, das Wasser ist wieder aufgefüllt. Also alles gar kein Problem. Das hier ist übrigens Lagunendeko. Und die versenke ich in den Boden. Die bildet nämlich einen Teil von unserem Geländer, damit die Besucher dort nicht ins Wasser fallen können. Und den Rest des Geländers, den machen wir mit diesen Holzwänden. Die werden jetzt hier einfach versenkt in den Boden. Und schon haben wir ein schönes flaches Geländer in Holz- und Betonoptik. Jetzt war natürlich auch noch die andere Seite dran. Dort habe ich jetzt auch den Fluss bis zu dem Plaza geführt. Und ihn auch nochmal deutlich schmaler gemacht, damit es besser passt. Und jetzt hieß es auch hier einmal laden und schon war das Wasser aufgefüllt. Auf die andere Seite kam dann auch nochmal dieses Tor für das Wasser. Und auch wieder das Geländer, was wir vorhin auch schon gebaut hatten.
Als nächstes kamen dann endlich Bäume und auch andere Pflanzen in diese Beete, die wir schon eingeplant hatten. Des Weiteren kamen dort auch noch Lampen hin und auch noch einige Banner. Die Banner sind übrigens auch sehr schön beleuchtet bei Nacht. Einige Sitzmöglichkeiten für die Gäste durften natürlich auch nicht fehlen. Deshalb habe ich vor jedem Banner zwei Bänke platziert und dann noch an jede Ecke einen Mülleimer. Damit das alles ein wenig belebter wirkt, kamen jetzt auch noch Gäste auf die Bänke. Ich habe die teilweise auch einfach auf den Rand von dem Beet gesetzt. Jetzt geht's endlich an diese drei Streifen, die wir eingezeichnet hatten. Denn das sollten solche Springbrunnen werden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also es gibt ja diese Springbrunnen, die dann einfach so am Boden sind und die dann ab und zu einfach da so rausspritzen und die Leute das machen, wenn die sich da drauf trauen. Und ja, das hatte ich halt hier mir überlegt, auch einfach hier einzubauen. Wenn man das nämlich hier in den Boden versenkt, sieht man nur noch so ein bisschen den braunen Streifen und diese Wasserfontänen. Und dann sah das ganz cool aus mit diesem Kontrast zu diesem hellen Weguntergrund. Eine wichtige Sache fehlt jetzt noch auf unserem Eingangsplaza, nämlich eine Möglichkeit für die Leute zu essen. Weil nach so einer langen Reise in den Park oder nach einer langen Anfahrt hat man Hunger und dann ist es natürlich schön, wenn man dann direkt dort ein Restaurant hat. Ich habe mich hier für einen Burgerladen entschieden und habe jetzt erstmal hier mir das Design so ein bisschen rausgesucht von dem Gebäude. Ich habe übrigens aus mehreren Gebäuden ein größeres gebaut. Kann man nämlich auch so ein bisschen ineinander platzieren. Das kommt jetzt erstmal vorläufig hier auf die freie Fläche. Das ändere ich aber später noch. Denn erstmal kommt jetzt hier am Wegesrand nochmal ein wenig Zaun. Da habe ich hier wieder diesen Holzstammzaun benutzt. Und dort hinter dann wieder eine Hecke platziert. Finde ich immer ganz schön, die Kombination, weil man halt das Grün mit dem Holz so in Kombination hat. Und das mag ich sehr gerne. Und dazu dann noch diese Lampen. Dann hat man auch noch diese Weißakzente dort drin. Und auch ein bisschen diese Betonakzente. Also quasi wie im Eingangsbereich. Dort hinter kommt jetzt auch nochmal eine Besonderheit, denn ich habe eine der Mods ein bisschen verändert. Das hier ist ein Schild und zwar mit unserem Thumbnail von der ersten Folge. Die Plattform, wo drauf das steht, habe ich dann auch nochmal mit einer Hecke versteckt. Und dann auf der anderen Seite von der Toilette auch nochmal den Zaun weitergeführt. Als nächstes bauen wir jetzt auch das Restaurant nochmal um. Da habe ich mich dann auch für eine andere Gebäudevariante nochmal entschieden. Diese habe ich aus vier kleinen Läden zusammengebaut. Und das hier war jetzt quasi unser fertiges Restaurantgebäude. Das kam jetzt hier an den Wegesrand. Und die Wegfläche von dem Restaurant habe ich dann auch in dieser hellen Farbe gemacht. Um das Restaurant herum kam dann auch nochmal ein Zaun. Auch wie dieser Holzzaun. Und dort drumherum wieder eine Hecke. Natürlich habe ich auch hier wieder an die Ränder die Lampen platziert. Und dann kamen auch noch ein paar Stühle und Tische für den Außenbereich. Hier habe ich jetzt nochmal den Weg ein wenig abgesenkt, denn ich wollte hier auch ein paar Höhenunterschiede einbringen, weil wenn alles so flach ist, ist es immer meist ein bisschen langweiliger, als wenn man halt so minimale Höhenunterschiede einbaut. Und links und rechts kommt jetzt erstmal ein bisschen Wald hin. Und das Ufer hier beim Fluss habe ich dann auch nochmal ein bisschen schicker gemacht.
diese Mauern, die ich hier im Boden versenke, die sind nochmal hier für die Rückwand von unserem Eingangsbereich. Denn das wollte ich auch nochmal ein bisschen schicker machen und auch nochmal ein paar Geldautomaten platzieren. Hier haben jetzt die Leute sozusagen nochmal Sitzmöglichkeiten. Und hier fehlte auch noch ein Geländer, damit die Leute dort nicht reinfallen. Da habe ich jetzt einfach so ein Betongeländer gemacht, weil eigentlich ist das ein Bereich, wo eher Mitarbeiter halt hingehen. Weil dort oben in diesem Gebäude haben die Besucher nichts zu suchen. Ich habe da unter der Treppe jetzt auch nochmal ein paar Kisten versteckt. Und auf der anderen Seite der Mauer kam auch nochmal so eine Sitzmöglichkeit hin. Falls man keine Lust auf Restaurant hat, kann man sich auch an einen dieser Essensstände stellen. Die Schlange ist allerdings etwas länger. Das hier wird auch nochmal so eine kleine Dekoration für die Wegfläche, damit das nicht ganz so langweilig hier aussieht. Und dort drumherum kommen auch nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten. Da können dann zum Beispiel auch die Gäste vom Restaurant sich hinsetzen, ist ja quasi direkt davor. Das hier sind jetzt auch nochmal Lampen aus der Lagune. Die habe ich hier in den Boden versenkt und dann sieht man quasi nur noch das Licht. Leider sind die auch am Tag sehr, sehr hell beleuchtet. Deswegen habe ich hier einfach die Lichtfarbe auf schwarz gestellt. Dadurch haben die dann, also hat man das Leuchten fast gar nicht mehr gesehen. Hier kommen jetzt auch nochmal ein paar Banner hin an den Rand. Jetzt ist der Plaza soweit fertig. Und wir kommen zum nächsten Bereich. Das hier ist der Bereich, wo unser erstes Gehege hinkommt. Das wird ein Gehege, was teilweise aus Lagune und teilweise aus Land besteht. Also so ein Mischgehege. Deswegen schnappe ich mir hier auch so eine Lagune. Positioniere die an der richtigen Stelle. Und dann kann man mit dem Terrainpinsel dort einfach über den Rand rüberpinseln. An der einen Seite wollte ich aber, dass das Geländer stehen bleibt, denn hier wollte ich dann diese Unterwassergalerien einbauen, dass man auch unter Wasser halt schauen kann. Und dann habe ich auch schon mal den Weg einmal drumherum geführt und das Ganze auch mit dem Hauptweg verbunden. Im Hintergrund habe ich dann auch schon mal grob einen Berg eingezeichnet, denn auch hier wollte ich wieder ein bisschen Höhenunterschiede haben. Als nächstes habe ich dann schon mal die nächsten Wegabzweigungen geplant. Und der Weg führt dann da den Berg hoch. Auf der anderen Seite habe ich es dann auch nochmal ähnlich gemacht. Und jetzt kam noch ein bisschen mehr von dieser hellen Wegfarbe. Denn hier sollte nochmal das ein oder andere Geschäft für die Besucher hin. Die Läden sahen von der Farbe und Optik natürlich wieder genauso aus. Allerdings habe ich die diesmal einfach so zwei einzelne Läden gemacht, links und rechts. Und dort habe ich dann am Rand auch wieder unseren Standardzaun entlang geführt mit der Hecke. Zwischen die beiden Läden kamen wieder ein paar Sitzmöglichkeiten. Und dann habe ich auch noch zwei weitere Läden platziert, diesmal zwei mittelgroße. Und auch dort wieder die Zäune drumherum geführt. Hier habe ich jetzt nochmal das Terrain ein wenig angehoben an dieser Kurve. Dann habe ich einmal hier diese Wegflächen auch noch abgesteckt, wieder mit solchen Randsteinen. Und dort kamen dann auch wieder ein paar Bäume rein. Ein paar Büsche. Und unsere Standardfelsen und Blumen. Bei der anderen Wegabzweigung sah das alles ein bisschen kleiner aus. Und jetzt geht es endlich an den Gehegezaun. Dafür habe ich mir hier diese
Maschendrahtteile geschnappt. Die gab es ja auch in so einem neuen Modpack, was ich euch auch vorgestellt hatte. Das habt ihr sicherlich schon gesehen. Und das kombiniere ich mit einer Betonmauer. Da wird das jetzt einfach rein versenkt, dass nur noch die Schräge oben rausguckt. Und dann wird das Ganze einmal markiert. Und dann hier vorne direkt an den Lagunenzaun ran platziert. Das ist dann sozusagen der Übergang. Und davor kommen dann auch nochmal versenkt diese Säulen aus der Lagune. Eben nämlich auch so eine richtig schöne Fackel vorne. Dann haben wir auch eine tolle Beleuchtung. Hier platziere ich jetzt schon mal einige Felsen. Denn die kommen jetzt hier an die Schräge, die entstanden ist dadurch, dass ich das vorhin angehoben hatte. Ich finde übrigens, dass diese Felsen wirklich sehr, sehr gut zu unserem Park passen, weil die halt diese Bemoosung haben und das ja sehr gut zu dem feuchten Klima auf der Karte passt und natürlich auch zu unserem Parkmotto. Wir bauen ja hier einen Sumpfpark. Bei dem oberen Teil am Wegesrand kommen auch solche Holzzäune hin mit einem Kabel. Da habe ich versucht, diese Zwischenpfosten mit den niedrigsten Abständen dazwischen zu setzen, damit das Kabel halt nicht so durchhängt. Und unten beim Gehege kommt halt unser Zaun, den wir vorhin schon gemeinsam gebaut hatten, aus Beton und Maschendraht. Und der ist relativ niedrig, dass man da von oben halt perfekt rüber gucken kann. Hier platziere ich jetzt immer einige Blumentöpfe, die habe ich auch extra so ein bisschen krumm und schief platziert. Denn die kommen nur als Deko da oben an den Zaun. Und zwar in den Boden, dann sieht man nicht, ob die gerade sind. Sondern es sieht halt eh schöner aus, wenn die Blumen so ein bisschen unterschiedlich wachsen und versetzt sind. Außerdem habe ich jetzt auch noch einige Büsche zwischen die Felsen gepackt, damit es ein bisschen bewachsener aussieht. Und dort oben kommt jetzt auch noch eine Beobachtungsgalerie hin. Auf der anderen Seite führe ich jetzt auch nochmal den Zaun weiter. Das habe ich jetzt tatsächlich auch das ganze Stück hier gemacht, also diese ganze Kurve vor den Besucherläden. Und dann auch das Ganze hier verbunden. Hier war es ein bisschen schräg, weil halt der Zaun dort an der Stelle ein bisschen niedriger wird, damit man dort besser rüber gucken kann. Aber das war auch gar kein Problem. Die Bauteile haben sich echt gut zum Bauen geeignet. Achso, und ich hatte auch noch hier den Bordstein übrigens mit Holz abgesteckt. Das fand ich ein bisschen schicker. Dafür habe ich einfach hier diese Holzwände im Boden versenkt. Und dann hatten wir einen sehr, sehr schönen Bordstein. Diese beiden Mauern sind jetzt einmal nur Markierung für mich, damit ich sehe, wo halt der Übergang bei diesen Lagunen ist. Denn ich kann das Terrain nur anpassen, wenn die Lagune gerade nicht da ist. Und das mache ich jetzt hier einmal. Ich habe mir jetzt nochmal eine Lagune kurz platziert, einfach damit ich die Tiefe der Lagune sehe. Und jetzt wird auch dementsprechend hier das Terrain vernünftig angepasst. Hier wird es jetzt auch nochmal vernünftig übergeglättet. Die rechte Seite ist tatsächlich egal, weil die wird automatisch abgesenkt durch die Lagune. Oder die verschwindet automatisch. Und jetzt sieht das Ganze auch schon viel schöner aus. Und jetzt kann ich auch von oben ganz vernünftig hier das Ufer nochmal ein bisschen interessanter gestalten. Jetzt kommen als nächstes einige Farne und Büsche. Und dann schnappe ich mir das Terrain-Tool und zeichne auch schon mal so ein bisschen Sand noch ein, damit nicht alles komplett grün ist. Denn es kommt natürlich jetzt noch viel mehr Grün dazu durch die ganzen Bäume und Büsche und sowas, was da halt noch ins Gehege kommt. Das sind hier übrigens auch Pflanzen von Planet Zoo. Die wurden einfach in das Spiel durch eine Mod reingebracht. Ich weiß gar nicht, wie die genau heißen, diese Pflanzen, aber die sind halt perfekt für solche Mangroven und Feuchtgebiete. Das sind so abgestorbene Bäume, die passen auch perfekt in die Sumpflandschaft. Die muss man halt nur dann immer ein bisschen drehen und ein bisschen rotieren, damit die nicht komplett gleich aussehen, weil es halt immer das gleiche Model ist. Dadurch, dass man es halt leicht verändert, sieht es dann nicht so aus, als wenn es immer genau der gleiche Baum ist. Jetzt kommen auch noch diese grünen Algen, die dürfen natürlich nicht fehlen. Leider muss ich die immer nebendran platzieren und kann die dann aus Wasser ziehen. Ansonsten kann ich die halt nur verändern, wenn ich die komplette Lagune einmal zur Seite bewege, weil ich die sonst irgendwie nicht markiert bekomme.
Deswegen mache ich das immer in so einer Gruppe nebenan und bringe die dann einfach rüber. Ich habe die auch immer ganz leicht unter der Wasseroberfläche platziert. Das sah am besten aus. Jetzt kommen noch ein paar Felsen natürlich. Auch wieder die, die wir schon benutzt hatten mit dem Moos drauf. Und es gibt sogar so Nebel, den man platzieren kann. Den habe ich aber mal so ein bisschen in den Boden versenkt, damit er nicht ganz so stark ist. Aber der trägt natürlich nochmal sehr zu der Atmosphäre dort bei. Auf der Karte ist es allgemein so, dass ab und zu so ein bisschen Nebel in den Wäldern aufzieht. Allerdings ist es natürlich cooler, wenn der durchgehend dann da ist. Und das kann man halt mit diesen Nebeldüsen hinbekommen. Das hier sind jetzt auch nochmal Seerosen, die kommen auch nochmal an die Wasseroberfläche. Und jetzt kommen auch noch mal ein paar kleinere Bäume und Büsche. Und hier diese dschungelig aussehende Pflanze habe ich noch platziert. Die finde ich ganz cool. Die habe ich natürlich wieder im Boden versenkt, dass man den Topf nicht sieht. Und noch ein paar ausgetrocknete Äste. Da habe ich einfach diesen Jurassic Park, ist das ja, ne? Jurassic Park Baumstamm genommen und in den Boden versenkt, dass das nur so ein bisschen rausguckt. Das hier sind Trauerweiden. Total hübsche Bäume, wie ich finde. Die passen ja auch super in dieses Sumpfgebiet. Durch diese hängenden... Was sind das? Sind das Blätter? Ich glaube ja. Also ich glaube, das sind solche Blätter. Oder so Ranken. Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr da Ahnung von habt. Die kann man auf jeden Fall auch durch Mods in das Spiel bekommen. Und das dürften die Models aus Planet Zoo sein. Die wurden, glaube ich, einfach rüberkopiert. Genauso wie diese Mangrovenbäume da. Die sind auch von Planet Zoo. Ja, so langsam nimmt das Ganze hier Gestalt an. Bei so einem Sumpf ist also ein bisschen das Motto, viel hilft viel. Also wenn so viel überwuchert ist und halt viele verschiedene Pflanzen dort zu sehen sind, dann kommt das Sumpf-Feeling halt ganz gut rüber. Ich habe hier auch noch die ein oder andere Pfütze eingezeichnet, also dass so ein bisschen der Boden feucht aussieht und so ein bisschen Wasser durchschimmert, damit einfach das nochmal sumpfiger wirkt. Und dann habe ich hier auch nochmal dieses Schilf an das Ufer platziert. Fand ich auch nochmal ganz hübsch, das ist auch von Planet Zoo. Also es gab einige Pflanzen, die von Planet Zoo rüber kopiert wurden in das Spiel. Ich habe übrigens hier für das Schilf dann auch mal die Lagune kurz zur Seite bewegt, damit ich das halt besser platzieren kann. Sonst hätte ich das auch wieder alles gruppieren müssen und dann so rüberziehen müssen wie die Algen. Aber so habe ich es halt ein bisschen ausgetrickst. Als ich damit fertig war, kam dann die Lagune wieder rüber. Und dann sah das Ganze auch schon ziemlich gut aus. Als nächstes mussten wir natürlich auch noch den Wasserbereich gestalten. Dort habe ich erstmal diesen großen Felsbrocken dort platziert. Denn in das Gehege kommen ja Caprosuchus. Und da kommt einmal eine Variante rein, die halt in der Lagune schwimmt und dann auch auf diesen Felsen klettert mit Animation. Und in den anderen Teil des Geheges kommt halt eine Variante, die an Land läuft. Das heißt, wir haben quasi eigentlich zwei verschiedene Spezies, aber sie sind dieselbe Spezies, aber halt einmal entschwimmt und einmal an Land. Und dadurch haben wir halt so ein Mixgehege und das sieht dann, denke ich mal, am Ende ganz cool aus. Die Unterwassergestaltung habe ich jetzt nicht so ausführlich gemacht, muss ich sagen. Da habe ich halt nur ganz viel von dem Seetang gemacht und halt so ein paar Felsen. Ansonsten habe ich mich da ein bisschen zurückgehalten, weil die meisten Sachen sind halt eher so Korallen und sowas. Und das passt natürlich dann nicht so bei einem Sumpf, ne, dass dann unten drunter Korallen sind. Deswegen habe ich mich da so ein bisschen zurückgehalten. Und habe dann halt nur mit diesem Seetang gearbeitet. Hier kommen übrigens jetzt nochmal ganz, ganz viele Algen auf das Wasser. Und dazu auch noch einiges an Seerosen. Und auch Felsen. Und Trauerweiden. Quasi das volle Programm nochmal. Damit es auch so ein bisschen so wirkt, als wenn es dann noch nicht so tief ist, das Wasser. Ja, hier in das Gehege sind schon wieder echt viele Deko-Objekte geflossen. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass wenn wir den Park zu groß bauen, dass es dann laggy wird, weil wir halt so viele Objekte in jeder Folge verbauen. Aber ich will mich dadurch halt jetzt auch nicht stoppen lassen. Also, dass ich jetzt irgendwie total auf viele Sachen verzichte, das will ich halt nicht machen. Ich will schon halt viele Details einbauen. Und wir gucken dann einfach mal. Also, sobald ich merke, dass die FPS und sowas schlechter werden, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich den Park möglichst schnell beende und dann halt ein bisschen kleiner mache. Wenn es klappt, dass er riesig wird mit ganz vielen Objekten, dann bin ich natürlich auch total zufrieden damit.
Weil eigentlich habe ich einen relativ großen Park hier geplant, so in meinem Kopf. Mit dem Gehege bin ich jetzt soweit fertig. Das Einzige, was mir aufgefallen ist jetzt im Schnitt, was noch fehlt, das wäre so ein Tor für die Mitarbeiter. Vielleicht baue ich das noch in den nächsten Folgen ein. Das habe ich irgendwie beim Bauen total vergessen. Aber ich habe es jetzt auf dem Schirm. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hier kommen jetzt auch nochmal wieder ein paar Bänke und sowas hin. Mülleimer, Springbrunnen. Dann diese Sonnensegel habe ich auch noch an die Ränder da gemacht, wie ihr sehen könnt. Also einfach nochmal so ein bisschen Dekoration, damit das Ganze belebter wirkt. Außerdem fehlte natürlich auch noch das Drumherum. Deswegen habe ich noch einige Bäume platziert. Einige Felsen. Büsche. Und auch noch ein paar kleinere Bäume. Und natürlich kommen jetzt auch noch unsere Caprosuchus in das Gehege. Da mache ich ein paar verschiedene Skins. Weil ich versuche darauf zu achten, dass die relativ natürlich aussehen. Also eher Grün- und Brauntöne. Gibt so ein paar vorgefertigte Skins. Die finde ich ganz schön. Da mische ich einfach mal so ein paar Skins miteinander. Ich denke, die sehen alle so ganz gut aus. Ich nehme jetzt keinen mit so knalligen Farben. Ich finde, das passt nicht so gut. Na, zwei Stück mache ich noch an Land. Also wir können ruhig einige haben. Das ist schon okay. Ihr müsst auch bedenken, da kommen gleich noch welche im Wasser. Also das sind jetzt nur die Landkapros, die dann in diesem Bereich des Geheges sind, in der Hälfte sozusagen, in der linken Hälfte. Bei dem Caprosuchus für die Lagune gibt es leider nur zwei verschiedene Skins. Einmal so einen knallig roten, den finde ich nicht ganz so schön, muss ich sagen. Den werde ich auch nicht verwenden. Und dann gibt es noch diesen hier. Der hat eher so natürliche Farben, den finde ich besser. Davon platziere ich einfach mal 7 Stück hier in der Lagune. Den anderen entfernen wir jetzt noch schnell. Dann lassen wir die schwimmen. Oh, die Kamera taucht auch direkt mit ab. Na, da schwimmen sie schon. Jetzt haben wir halt so ein schönes Mischgehege. Hier laufen welche an Land. Das sind ja auch schon teilweise. Und es schwimmen welche im Wasser. Und das Coole ist, die, die in der Lagune schwimmen, die klettern auch hier hoch und ruhen sich dann dort aus. Und dann kann man die perfekt hier von der Beobachtungsgalerie beobachten. Das soll es jetzt auch mit der zweiten Folge von unserem Park Primal Wetlands gewesen sein. Falls ihr euch in meinem Park verewigen wollt, dann könnt ihr gerne tolle Namensvorschläge für die Caprosuchus in die Kommentare schreiben. Und falls es euch gefallen haben sollte, würde ich mich auch sehr über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.